Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Stronghold. Ja, wir spielen hier gerade gegen die beiden Kalifen. Und für mich ist es eine Weile her, für euch ist es eine Weile her. Wahrscheinlich. Und ja, Richard legt hier mal ordentlich los, würde ich sagen, gegen den Kalifen. Dann können wir uns eigentlich um den hier kümmern. Ich weiß nicht mehr genau, was wir vorhatten. Aber was ich weiß, ist, dass wir auf jeden Fall mal vielleicht mit den Bogenschützen, die wir hier so haben, angreifen könnten. Vielleicht können wir noch ein paar machen. Und ich muss darauf achten, natürlich keinen Marktplatz zu benutzen, denn das war ja so unsere kleine Challenge. So viel weiß ich noch. So viel ist mir klar. Und ja, wir machen jetzt hier einfach mal ein paar Leutchen noch und greifen dann, denke ich mal, den Kalifen an. Ja. So in etwa habe ich mir das Ganze vorgestellt. Und ich denke, das kriegen wir auch in diesem Part auf jeden Fall noch hin. Musste eben gerade nochmal was aufschreiben. Genau, Gold war so ein bisschen unsere Sorge, weil wir ja nicht verkaufen konnten. Ich weiß gar nicht, muss noch irgendwas anderes ins Vorratslager? Oh, guten Tag, Richard. Wo zum Teufel kommst du her? Das Vorratslager ist voll, my Lord. Ja. Achso, ihr könntet mal hier ein bisschen weiter rauf donnern. Wir geben unser Bestes. Vielleicht ganz gut, wenn ihr das tut. Und dann machen wir jetzt hier noch die fünf Leute. Wie sieht es eigentlich hier so mit Steuern aus? Haben wir. Vielleicht machen wir einfach noch eine Hütte mehr. Oder auch zwei. Na los, komm. Jetzt können noch mal die, die jetzt da sind. Bleibt meinen Ländereien fern, Ungläubiger. Bleibt fern! Greift Richard etwa an? Oh, das sieht doch an sich okay aus. Ich glaube, Richard kriegt das gleich hin. Und ich glaube, wir kriegen das auch gleich hin. Denn wir haben hier einige Bogenschützen, mit denen wir mal bis hierhin jetzt gehen. Mit allen auf einmal will ich mich nämlich nicht auseinandersetzen müssen. Aber die schießen tatsächlich schon von da. Und die werden wir auch so leicht nicht kriegen, glaube ich. So, das kommt jetzt hier ein Stückchen vorwärts. Ich hoffe, da ist kein Feuer. Hoffe ich mal. Oh doch, oh doch. Shit, 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 und ich habe daneben geklickt. Das heißt, einen Großteil der Bogenschützen werden wir bereits verloren haben. Naja, das war jetzt ganz sicher nicht der beste Angriff. Und hat uns, glaube ich, auch einiges gekostet. So, los, komm, mit 20 Steinen jetzt einfach mal hier so nah wie möglich ran. Vielleicht kriegen wir diesen Turm zerstört. Und wir könnten ja einfach mal Richard hier so ein bisschen unterstützen auch, oder? Der kann uns sowieso nichts mehr anhaben. Zweifle ich jedenfalls. So, komm hier einfach mal 76, 75 und du bekommst dann 74. So, im Prinzip haben wir jetzt alle 74, aber... Oh, guck mal, der versucht doch die ganze Zeit zu schießen, oder zumindest teilweise. Haben wir den Turm jetzt schon einmal getroffen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, aber da werden schon mal Ausrutscher dabei sein. So, komm, wir müssen jetzt Richard mal ein bisschen unter die Arme greifen. Oh, Gold haben wir ganz schön viel. Das funktioniert scheinbar gut mit den Steuern. Und natürlich mit der schnelleren Zeit. Mein Bogen ist euer. Okay, Richie, wie weit bist du? Geht so, ne? Geht so. Setz jetzt bloß einfach nachsetzen, okay? Um den Turm kümmere ich mich hier irgendwie. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich kümmere mich um den. Genauso erfolgreich, wie wir das eben gemacht haben. Mein Herr? Eigentlich könnte die Mange auch mal hier raufschießen. Oder raufballern. Damit das einfach kaputt geht hier auf Dauer. Ist ja nicht auszuhalten. Gut. Und dann können wir nämlich nachher mit Richard zusammen angreifen. Ich glaube, dass das eine ganz gute Idee ist. Es werden Rekruten. So, und jetzt dürften wir schon einige Bogenschützen haben, die wir bestimmt auch verwenden können. Ein weiter Weg. Ich wurde nochmal aufgeklärt. Bezüglich den Aufgaben, die mir geschickt wurden. Eben von demjenigen, der mir die Aufgaben geschickt hat. Weitere sind im Moment noch nicht eingetrudelt. Und zwar war da nochmal die Erklärung, dass Truppen bedeutet wirklich nur Leute, die angreifen. Die offensiv sind. Oder halt Bogenschützen. Aber Belagerungsgeräte und Baumeister und sowas zählt einfach gar nicht mit rein. Oh, guck mal. Hat er niedergerissen. Okay, los, komm. Wollen wir einfach mal hier ranpreschen? Oder zumindest bis hierhin? Rücken aus. Ich hoffe, hier ist kein Feuer mehr. Sieht aber erstmal ganz gut aus.
Sehr gut, zwei sind gefallen. Bewegt eure Armeen außer Reich. Wunderbar, jetzt gehen wir mal hier ein Stück rüber. Und jetzt los hier. Einfach mal die Mauer ein bisschen befreien. Und Richie, es wäre super, wenn du angreifen würdest. 35 haben wir noch. Dann können wir uns eigentlich auch den mal hier vornehmen. Einfach mal runterschießen von der Mauer. So muss das sein. Komm. Befall. Okay, sehr gut. Hat er jetzt noch irgendwo Leute? Ja, so ein bisschen, ne? Kommt mal hier rein. Sorgt mal hier für ein bisschen für Chaos. Wer weiß, vielleicht kommt der Sire, wird der Sire auch gleich aggressiv. Kann ja gut sein. Richie greift auf jeden Fall schon mal an. Eine Nachricht vom Kalifen. Und greift seine eigenen Leute auch an. Sehr gut. Richie wird das Ganze hier entscheiden, ohne Probleme. Dann müssen wir uns hier... Ist unsere Mange kaputt gegangen? What? Nicht übel, Kalif. Nein, keine... Keine Balliste. Ich will eine Mange. Wobei Ballisten natürlich auch interessant wären. Könnte man auch machen. So an sich. Yay, Kalif ist tot. So, Richie. Und der andere kann, hält auch nicht mehr viel aus. Güter senden, 4 habe ich nicht. Nachricht von Richard Löwenherz. Wir nähern uns dem Ziel. Noch ein falscher Edelmann ist vor mir gefallen. Na, das ist gut. Dann kannst du ja gleich den nächsten fertig machen. Wie wär's damit? Ich unterstütze dich natürlich wieder. Eine Nachricht vom Kalifen. Bleib meinen Ländereien fahren, Ungläubiger. Oh, zieht er tatsächlich sofort durch? Okay, los, kommt. Dann müssen wir hier... Unerreichbar. Auf jeden Fall erstmal für ich bin auf dem Weg. Unterstützung sorgen. Komm, 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 komm. Okay, so können wir auf jeden Fall ein bisschen ablenken. Okay, zurück, 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 zurück. Gut, die meisten haben wir, glaube ich, retten können. Okay, Richie sammelt sich erstmal. Oder auch nicht. Er hat auf jeden Fall schon einige verloren. Gut, nicht bewegen. Ihr steht so ein bisschen in der neben dem Feuer ziemlich direkt. Mann, wie gut er sich aber noch gehalten bekommt, ne? So, jetzt rein hier, komm. Rein in die Burg und da ist bestimmt wieder irgendwo Feuer. Aber egal. Wir kriegen das schon hin. Ja, sehr gut. Das sieht wunderbar aus. Oh, der erste ist schon drin. Okay, bewegt euch mal ein bisschen. Da wird nämlich auf euch noch versucht zu schießen. Okay, du wirst jetzt auffallen. Okay. Richie, greif an! Hör auf, die Häuser zu zerstören, Junge! Mach ich noch fertig! Er ist ja noch dümmer als unsere Leute, wenn sie selbstständig sind. Oh, ob sie jetzt angreifen oder ob sie jetzt erstmal die Türme noch in aller Ruhe platt machen. Okay, ich glaube, Richie will es jetzt... No, Richie! Ernsthaft, du verkackst noch deswegen. Mach den jetzt fertig! Was macht der hier zum Teufel nochmal? Der verliert deswegen noch. Das gibt's doch nicht. Ich mach schon mal unsere Armee startklar. Richie kriegt das ja scheinbar nicht hin. Also Richie, du strengst dich ja hier echt an. Das ist so dumm, was du machst, ehrlich gesagt. Oder er will einfach nochmal seine Macht demonstrieren. Wie viel hat er noch? Ein bisschen hält er aus. Okay, jetzt kommen sie wohl alle. Oder auch noch nicht. Naja, gleich hat er die ganze Burg zerstört. Um 1 gegen 1 ist er nicht zu besiegen. Aber gegen die Truppe wird er trotzdem nicht ankommen. Richie hat es knapp gemacht. Okay, Richie greift immer noch nicht an. Ne, Richie hätte verloren wahrscheinlich. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Ein Glück haben wir da ein paar hingeschickt. Richie, du hast ja großartige Arbeit geleistet. Großartig, muss ich sagen. Wie viel hast du ihm abgezogen? Nicht mal die Hälfte. Obwohl du ihn hättest töten können. So, rein jetzt. Hier, zeigt ihm mal, dass ihr es besser könnt. So leicht wäre es gewesen, Richie. Kein Plan, was du da machst. Sieg, yay! Aber viel zu früh. Viel zu früh. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe ja gesagt, längere Parts und jetzt kriegen wir das so schnell hin, so schnell gebacken. Der Part geht ja noch nicht mal 10 Minuten, glaube ich. Naja, vielleicht schon. Ja, ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal weiter.
Oh, drei Teams, okay. Ratte, drei Schweine gegen mich und gegen Richie. Und ich bin hier hinten eingepfercht. Ich würde sagen, wir starten einfach schon mal mit dem Wüstenwind. So ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Titeln da mache. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich habe gar nichts gedrückt. Und plötzlich geht's schon los. Okay. Pause. Ja, wir müssen mal gucken. Okay, wir haben hier arschwenig. Hier ist eine Ratte. Warte mal, ich muss mal mir kurz einen Überblick verschaffen. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal eine Runde ohne Herausforderung, weil ich noch kein Feedback zu den Herausforderungen an sich bekommen habe. Ach du Scheiße. Eine Ratte. Hier sind zwei Schweine. Zwei Schweine. Hier oben ist Richie, ne? Und hier ist das dritte Schwein. Ach du Scheiße. Das könnte dieses Mal echt eine Herausforderung werden. Was wir versuchen müssen, ist, uns hier möglichst schnell irgendwie Steine zu sichern. Zumindest die Steine. Fortsetzen. Eisen wird man auch ohne überleben, irgendwie. Ich platziere mal trotzdem hier einfach mal eine Eisenmine oder zwei. Pause. Holzfällerhütten wären natürlich genial. Fortsetzen. Also hier mal eine hin. Eins, zwei, drei. Den Marktplatz darf ich ja jetzt benutzen wieder. So, den werden wir auch gleich mal benutzen, Pause. Denn Fortsetzen. Ich glaube, diese Mission ist hier deutlich schwieriger als die vorherigen. So, dann gleich mal Fortsetzen. Eins, zwei, drei Hütten. Pause. Gleich wieder auf Pause gedrückt. Fortsetzen. Und wir könnten hier... Okay, wir bekommen hier zweimal Käsereien hin. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Sollten wir das vielleicht auch tun. Dann den Kornspeicher direkt hier ran. Hier so hin. Die steuern schon Keine mal leicht runter. In der Schatzkammer, Pause. Lord. Oh, guck mal, hier geht auch die Schießerei gleich los. Wir sollten... Wollen wir unser Gold sofort investieren, um die Ratte fertig zu machen? Das würde uns ja auch nochmal ein bisschen Gold bringen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, ne? Dann würden wir nämlich auch Fortsetzen. Noch den Punkt bekommen. Moment, dann machen wir mal so. Die Arbeit wurde und so. Eingestellt, my Lord. Pause. Fortsetzen. Pause. Und so. Die Arbeit wurde eingestellt. Pause. Und so. Die Arbeit wurde eingestellt, my Lord. Pause. Fortsetzen. Und jetzt einfach Pause. Alles schon mal... Als es arabische Schwertkämpfer. Nicht und ihr schießt. Eure geht mal hier hin. Während ihr euch schon mal auf den Weg macht. Hier hoch. Die Ratte schnellstmöglich auszumerzen. Hier können wir schon neue machen. Wir haben nicht genügend Gold, my Lord. So, und ihr kommt jetzt hier noch mit drauf. Da waren jetzt noch einige neue dabei. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Gut, damit wir das Ganze jetzt hier nicht so ewig mit angucken müssen und damit wir es in den 5 Minuten oder was das war schaffen. Ich muss dann im Nachhinein gucken, ob wir die Aufgabe erledigt haben. Wir haben zumindest das mit dem Marktplatz schon mal erledigt. Vielleicht schaffen wir jetzt hier gleich eine neue Aufgabe noch mit dazu. Achso, wir können jetzt hier wieder die Arbeit Leute einstellen. Dieses Gebäude ist momentan Funktion. Die Arbeit wurde eingestellt. Dieses Gebäude ist momentan Funktion. So, und hier. Die Arbeit wurde eingestellt. Da müssen wir uns schnellstmöglich natürlich verteidigen. Auf hier. Oh Mist, der hat echt viele. Bin zur Stelle. Mal sehen, ob das was wird. Der versucht sich natürlich jetzt hier zu verteidigen. Okay, 21 haben wir noch. Und die kommen auch ziemlich gebündelt natürlich an, während er immer nur so einzelne schickt. Ich glaube, das könnte durchaus was werden. 17 nur noch. Komm schon. Okay, sie setzen sich auch durch. Komm, 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 komm. Ja, sehr gut. 500. Tut mir nicht weh. Bitte nicht. Oh no! Ich hoffe, du... Oh shit. Ja, Bogenschützen lauft. Bereit. Lauft. Sind auf dem Weg. Lauft, 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 lauft. In Bewegung. Lauf, 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 lauf. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Oh Gott, einen haben sie erwischt. Moment, Moment, Moment. Pause. Maulei. Die kriegen wir ja nur hier mit aufgehalten. Komm hier rauf. Okay, okay, sehr gut. Haben wir zumindest erstmal eine kleine Verteidigung, aber kein Gold mehr. Absolut kein Gold mehr. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Ah, ich weiß nicht, ob das so schlau war, uns gleich auf die Ratte zu fokussieren.
Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir müssen erstmal gucken. Fortsetzen. Ich stelle mal die Spieloption wieder runter. Von der Geschwindigkeit. Pause. Und dann müssen wir mal gucken. Also hier könnten wir lang bauen. Bis zu einem gewissen Punkt. Hier dann nicht mehr. Pause. Fortsetzen. Mein Bogen ist euer. Dann geht ihr mal nur auf Feine einen erstmal. Wenn ihr rankommt. Oh, wobei da ist auch noch einer. Vielleicht solltet ihr auch erstmal versuchen, den hier auszuschalten. Okay, okay, okay. Pause. Was wir natürlich noch brauchen, sind Fallmacher rein und wir haben kein Gold mehr. Wir haben kein Gold mehr. Fortsetzen. Kein Gold mehr. Beeil dich, bitte, beeil dich. Haben wir einen Marktplatz? Ja, haben wir. Pause. Okay, komm, komm, noch ein bisschen mehr. Machen wir so, dann können wir nämlich zwei Fallmacher reinbauen. Eine Waffenkammer. Ich bin jetzt ziemlich nervös gerade. Weil ich nicht so richtig weiß, ob wir das hinkriegen. Okay, können wir hier vielleicht weiterbauen? Okay, bis hierhin geht es schon mal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Den müssen die irgendwie treffen. Okay, Nahrung sieht natürlich auch nicht so dufte aus. Oh, 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 oh. Irgendwie müssen wir uns hier noch hochriefen. Wenn jetzt ein Angriff von den Schweinchen kommt, ne? Wir sind so am Arsch, weil wir kaum Bogenschützen haben. Aber der steht da auch echt gut, ne? Der Feind ist zu nahe. Wir könnten natürlich versuchen, drei dafür zu opfern, die hier rangehen. Und was wir natürlich noch brauchen, sind Unterkünfte. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie... Ach ja, und Ochsen wären auch ganz nice. Glaube ich. Okay, wir können hier noch ein bisschen weiter zubauen. Jetzt nicht mehr. Okay, es liegt also nicht am Armbrustschützen, sondern an dem, der gerade die Steine holt. Dann dürften wir gleich bauen können. So, okay. Wunderbar. Bauen wir bis hier hin und bauen wir dann hier so ein bisschen rum. Vielleicht mache ich aber einen doch nochmal. Okay, funktioniert gerade nicht. Dann sage ich euch mal gleich, dass ich hier rangehen soll. Trifft der Pfeil, den er hier reingeschossen hat? Ich hoffe mal nicht. Bin zur Stelle. So. Wir stellen die Spieloption ein bisschen höher. Eure Befehle? Und auf hier mit dir. Wir brauchen eine Verteidigung erstmal. Ich weiß gar nicht, ob wir den dafür schon ausschalten sollten. Bin mir da nicht ganz so schlüssig. Was wir natürlich brauchen, sind Steine. Vor allem... Ah, das Schwein ist auch noch nicht so weit wie das hier, glaube ich. Wir müssen hier mehr Steine transportiert bekommen. Also vielleicht einfach nochmal ein Ochsenjoch hier hin. Wie sieht es hier aus mit den Bogenschützen? Vier Stück haben wir. Drei können wir machen noch. Bin zur Stelle. Okay, wunderbar. Mit dem Gold sieht es nicht so gut aus. Wir könnten Kirchen bauen, wenn wir das Gold hätten. Ja, das ist das Problem. Das meiste, was uns Gold bringt, kostet Gold. Oder Nahrung halt, ne? Und Nahrung sieht es im Moment echt übel aus. Oh, Moment. Hier kann man lang... Kann man durch. Das sollten wir schleunigst zumachen. Jetzt haben wir Steine. Entfernung zur Burg ist zu weit. Okay, dann hier. So dürfte man eigentlich nicht mehr durchkommen. Jetzt könnten wir hier schon ein Torhaus errichten. Was so an sich sicherlich auch gar nicht so die schlechte Idee ist. Und dann müssen wir irgendwie hier das Schwein zumindest schon mal zum Schweigen bringen. Aber was mache ich denn? Falsche Taste. Jetzt können wir gleich wieder nicht platzieren, was? Okay. Ich weiß nicht, ob es riskant ist. Zur Stelle. Die jetzt dahin zu schicken. Die 10 Bogenschützen. Kommt. Okay, der bewegt sich. Rauf auf ihn. Unsere Chance, ihn auszumerzen. Er wird sich jetzt wahrscheinlich hiergegen versuchen zu verteidigen, aber mehr als einen Schuss landet er, glaube ich, auch nicht. Komm, 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 komm. Jetzt, bevor er schießen kann. Ja, sehr gut. Gut, und zurück. Tor auf. Und hier rauf. Sind auf dem Weg.
jetzt hier los, schießen, schießen, schießen und euch irgendwie verteidigen. Das ist erstmal das Wichtigste und dann müssen wir diese Festung ein wenig stärken, während wir mit Stein immer weiter unsere tatsächliche Festung, das ist ja eigentlich nur ein Torhaus, aufbauen. Das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Okay, das muss weg hier, das muss weg. Sonst können wir hier nicht bauen. Der Feind ist zu nahe. Okay, im Moment haben die tatsächlich damit zu tun. Sehr gut, den ersten haben wir. So, jetzt geht mal weg hier. Haut mal ab. Wächter der Porum. Sehr gut, jetzt können wir hier lang bauen. Funktioniert. Wir können im Prinzip ja einfach mal alles abholzen, um ihn so ein bisschen fertig zu machen. Der scheint sich dagegen ja nicht so richtig verteidigen zu können. Dann gehst du mal hier hin und du machst das mal. So, jetzt müssen wir gerade wieder viel auf einmal machen. Das Gold erholt sich nicht so richtig. Die Nahrung funktioniert auch nicht richtig und wir müssen auch gleich... So, ihr könnt schon mal zurückkommen. Und du sitzt hier wahrscheinlich noch ein ganzes Weilchen. Wobei, wir könnten mal hier angreifen. Nein, 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 eher hier. Genau. Wir versuchen ihn einfach mal so ein bisschen schon zu ärgern. Wodurch wir natürlich das da oben erstmal stärken sollten. Unser Torhaus. Nicht, dass wir am Ende die Scheißkarte ziehen. Mein Herr? Indem wir den jetzt hier provozieren und er uns dann angreift. So. Ich weiß gar nicht. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht fertig. Selbst mit unseren Rittern. Noch nicht. Noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar mehr Steine. Oh, okay. Die reichen schon für den Turm. Dann baue ich hier auch einfach mal einen hin. Dann könnt ihr nämlich hier rauf. Und dann könnte ich eine Mange bauen. Mit der Mange greifen... Die benötigen Gold. Die benötigen Gold. 100. Okay, kein Problem. Wir haben im Moment Eisen, das wir nicht brauchen. Fällt mir übrigens auch gerade erst auf, dass wir ja Eisen bekommen. So, und jetzt hier rauf mit dir. Belagerungsgeräte bemannt. Und sobald ihr hier durchgehen könnt, versuchen wir mal den Marktplatz zu zerstören. Wir müssen auch mal gucken, ob die darauf reagieren. Könnt ihr reingehen? Ja. Okay, ein bisschen im Auge behalten das Ganze. Inwiefern die darauf reagieren. Wenn wir hier mitten in der Burg sind, macht es ja nichts. Haben wir nur Vorteile. Okay, jetzt nur aufpassen, dass wir nicht von den Mangen erwischt werden. Oh, oh, oh. Und jetzt zerstören wir noch das Gebäude, das schön viel Gold gekostet hat. Dann könnten wir noch was anderes machen, und zwar eine Handvoll von euch. Und ihr kommt mal hier hin. Wenn das hier zerstört ist, schieben wir euch einfach hier ein bisschen rein und entzündet ihr hier Feuer. Dann ist alles gut. So, hier die Baumeister kannst du auch schon... Okay, die werden gerade schon angegriffen. Dann zieht ihr euch mal bitte zurück. Oder kümmert euch um das hier. Während ihr die Hütte hier anzündet. Und dadurch vielleicht noch ein bisschen mehr für Chaos sorgt. Was ich natürlich hoffe, ist, ja, dass er eben nicht reagiert, ne? Gut, das Feuerchen brennt. Oh, ihr lebt noch. Dann lauft mal hier lang. Ne, 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 nicht da durch. Sondern eher hier lang. Okay, und ihr zieht euch zurück. Und ich glaube, ich überziehe hier ganz schön, ne? Nehmt mal den hier vor. Vielleicht kriegt ihr den zu dritt irgendwie klein. Okay. Aber ein bisschen Schaden haben wir, glaube ich, angerichtet. Aber, wie gesagt, ich überziehe hier mächtig. Zumindest, wenn ich jetzt die richtige Zeit im Auge habe. Das Schwein wittert Gefahr. Ja, dann wird... Bekommt ihr entweder einen kurzen Part und einen normalen Part oder ihr bekommt einen langen Part. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, also nicht wundern, wenn da irgendwo ein Cut gesetzt wurde. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Im Moment läuft es ja gar nicht so schlecht. Pause.
sage ich in dem Moment, wo ich feststelle, dass unsere Beliebtheit nicht so schön ist. Was ich vielleicht noch mache, bevor ich es vergesse, ist hier das Eisen verkaufen und hier einfach mal fortsetzen. Zwei Kapellen aufstellen. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Pause. Ja, da bin ich schon wieder. Und nein, ihr bekommt keinen kurzen Part und ihr bekommt keinen langen Part. Also nicht getrennt, sondern ihr bekommt einen ganz normalen Part. Ich hatte hier irgendwie eine falsche Uhrzeit aufgeschrieben. Fragt mich nicht, warum. Wahrscheinlich habe ich einfach nur falsch geguckt. War gar nicht die Uhrzeit für diesen Part. Naja, auf jeden Fall haben wir noch ein paar Minütchen. Und ich dachte mir, komm, das hat gerade so Spaß gemacht. Hat gerade so gebockt. Da machen wir ruhig noch ein bisschen weiter. Frieden ist komplett. Wir könnten versuchen, ihn anzugreifen. Wollen wir es versuchen? Wir versuchen es, oder? Wir versuchen es. Ganz genau. Und zwar auch noch mit ein paar Bogenschützen, so ein bisschen. So, kommt mal irgendwie hier hin. Rücken aus! Die Mange donnert immer schön rein. Das ist ganz gut. Ich glaube, viele Leute hast du nicht, Herzog Triff, ne? Herzog Triff hat 18 Mann, während der Eber bloß 15 hat. Oh, was ist denn hier los? Und wie sieht's mit Gold aus? Hat der Triff ist immer noch mit. Ist immer noch das stärkste Schwein. Hui. Okay. Der Eber wäre fast. Wäre ja fast schlauer noch anzugreifen, was? Komisch. Komisch. So, erstmal hier alle hin. Ich denke mal, den machen wir aber trotzdem gleich fertig. Oh. Was ich gerade sehe. Eine Nachricht vom Schwein. Ist das hier gerade ein paar Armbrustschützen kommen? Schießt mal einfach, ohne Grund. Mal sehen, wo die so hinfliegen. Sind auf dem Weg. So, hier das Ganze ein bisschen absichern. Und ihr macht mal einfach ein klein wenig kaputt. Und wehe, ihr trefft uns. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist hier los? Okay, da kommen sie. Ist nicht gut. Hier geht mal entgegen, bitte. Um die gleich abzufangen. Eine Nachricht vom Schwein. Oh. Das Schwein wittert Gefahr. Der Armbrustschütze schießt hier so ein bisschen. Los und um die Ecke rum. Und einfach mal überraschen hier und in den Kampf verwickeln. Das wird ihnen nicht so viel gebracht haben. Okay, der eine kommt, glaube ich, zum Schuss. Ja, ist egal. Komm, den zweiten nehmen wir auch noch mit. Oder den hier hinten. Okay, super. Dann warten wir, bis die zurück sind. Ja. Bogenschützen bereit. Oh Mist. Ich habe nicht darauf geachtet, dass der hier die ganze Zeit freie Bahn scheinbar hat. Wackelig wie ein Kartenhaus. Dann lenken wir mit den Bogenschützen den mal jetzt hier ab. Während wir mit euch in hier reingehen einfach mal. Und einfach mal unser Glück versuchen. Geht einfach mal auf den Bergfried rauf und in dem Moment konzentriert ihr euch bitte mal hierauf einfach. Einfach da reinballern. Dann haben wir auch hier nicht mehr die Gefahr so richtig. Ah Mist, okay, diese sind schon gefallen, ist egal. Wir machen hier hinten einfach mal ein paar neue. Okay, so viel haben wir gar nicht mehr. Gold brauchen wir wieder. Wir verkaufen am besten mal ein paar Steine. Und ein bisschen Eisen. Und noch ein paar Steine. Komm schon, auf 1000 kommen wir doch. Wunderbar. Dann machen wir jetzt eine fette Kathedrale. Bin zur Stelle. Gucken mal, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Nicht so gut. Aber ich glaube, wir können das Ganze hier so ein bisschen zumindest dezimieren. Oder auch nicht. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Die sind ganz schön leicht gefallen. So, und du hörst mal auf, hier reinzuballern. Irgendwas hast du hier scheinbar auch schon zerstört. Und dann konzentriere dich mal einfach auf den hier. Schwein. Schwein gehabt, stimmt allerdings. Komm du mal hier rein, vielleicht kann er die Mauer dann nicht mehr zubauen.
Wir sollten allerdings sowieso unsere Türme da so ein bisschen schützen und ich sehe gerade, dass wir keine Nahrung mehr haben. Unsere Lebensmittelvorräte. Halberationen, Beliebtheit plus 5 immer noch. Okay, wunderbar. Mit halben Rationen können wir uns vielleicht wieder ein bisschen hocharbeiten. Vielleicht. Ja, ja, viele sind hier nicht mehr drauf. Könntest du mal hier ganz normal reinhauen immer zu? Ob das klug ist? Einfach reinhauen, okay? Keine Nachfragen, ob das klug ist oder nicht. Okay, der Bogenschütze ist postiert. Wirklich. Was besitzen tut er auch nicht mehr. Bin zur Stelle. Okay, ein paar bisschen Gold investieren. Wir könnten natürlich jetzt hier noch unser Eisen postieren, so ein bisschen vergrößern das Ganze, aber ich würde erstmal gerne das Schweinchen hier wegkriegen. Wie kriegen wir das am besten hin? Ah, guck mal, hier kommt er durch und hier könnte er Handel betreiben. Wo ist denn sein Kornspeicher? Hat er gar keinen? Das Schwein wird ja wohl als erstes seinen Kornspeicher, aber... Aber es sieht eh im Moment tatsächlich so aus, als hätte er keinen. Doch, doch, hat er. Alles ganz normal. Wir brauchen irgendwie Offensivkräfte. Bin zur Stelle. Mit denen wir angreifen können. Mein Herr? Aber erstmal verstecken wir hier unseren Turm so ein bisschen. Und dann könnten wir gegen die hier vorgehen. Oder gegen den. Natürlich haben wir den jetzt hier schon so ein bisschen ausgemerzt. Das ist eben im Prinzip ja besser. 24 Steine nur im Moment. Ich weiß nicht, wie viel die Ochsen bringen. Ich glaube, bis 8 oder so, ne? Dann würde das immer noch nicht reichen für einen Turm. Müssen wir mal schauen, wenn das gleich angekommen ist. Wir können generell die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen. 36, okay, das ist wunderbar. Dann bauen wir hier ebenfalls nochmal... Wobei, wir können hier natürlich auch Ballisten draufbauen. Dann können die vielleicht ein bisschen gezielter angreifen. So. So, und rauf hier. Belagerungsgeräte. Dann machen wir hiervon noch ein paar. Okay, sind nur zwei. Befehle? Naja, egal. Ich würde sagen, wir stellen erstmal die Spieloption ein bisschen höher. Und dann neigt sich der Part aber diesmal dem wirklichen Ende zu. Leider, ich habe echt Bock hier drauf. Aber naja. Macht ja nichts. Viele Leute hat er hier nicht mehr. 4 Stück, glaube ich. Kann das sein? Ah, ich gucke mal bei Verbündeten. 5 Stück insgesamt. Zählt der hier noch mit oder ist hier noch einer? Ah, hier unten ist noch einer. Okay, 5 Stück. Akzeptiert. Oh, da ist gerade wieder einer gestorben. Balliste, zielt mal bitte hier auf die Leute. Und dann bräuchten wir mal ein bisschen Gold. Wir können auf jeden Fall das ganze Holz mal verdonnern. Die Steine, die wir hier haben. Das Eisen, das wir hier haben. Und dann machen wir einfach mal... ein paar von euch wieder. Und dann holen wir uns jetzt noch diesen Sieg. In diesem Part. Ganz klar. Wir können schon mal hier raufgehen. Und du hast scheinbar den ersten weggehauen. Dann hau mal... Nein, 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 nein. Nicht darauf. Den hier bitte. Das dürfte dann auch der letzte sein. Hier unten ist der Eingang immer noch offen. 11 Stück sind's. Okay. Was im Prinzip bedeutet, dass ihr hier einfach reingehen könnt. Ah Mist, der eine Armbrustschütze, der wird scheinbar nicht getroffen. Nicht so richtig. Schade, das bringt auch nichts. Eine Nachricht vom Schwein. Was ist los? Oh. Das ist nicht gut. Die Mange könnte mal aufhören. Stopp. Eine Nachricht vom Schwein. Sonst tötet ihr uns nachher noch. Donnert mal wieder hier rein. Das Schwein wittert Gefahr. Ihr greift mal irgendwie... Ah, Mensch. Nur ihr die Mauern an. Ich will nicht schon wieder so einen Monsterpart daraus machen. Okay, einen einzigen haben sie. 32 Gold, 72 Gold. Der hortet das ganz schön. 72. Aber wir machen mal trotzdem hier rauf. Denn vielleicht bewegt er sich gleich, wenn die drinne sind. Gleich. Kommst du mal endlich her? Ach nee, du warst ganz woanders, ne? Du hast die ganze Zeit überlebt. Wir schicken als ersten vielleicht den Bogenschützen daher noch mit rein. Also als erstes die hier.
So, jetzt. Wackelig jetzt rein. Kartenhaus. Und wenn sie drinnen sind, schieben wir den Bogenschützen noch hinterher. Und zwar, wenn die so ein bisschen in Schussbahn kommen. Jetzt vielleicht. Einfach um ein bisschen für Ablenkung zu sorgen, weil die schießen ja immer erst auf Bogenschützen. Wir werden überfallen. Okay, der wird jetzt auf uns schießen. Und wir weichen einfach nur aus und lenken damit im Prinzip den Armbrustschützen nur ab. Das ist jetzt so meine taktische Klügelei. Müssen natürlich ein bisschen konzentriert darauf sein. Aber dann... Ach, ja, jetzt habe ich nämlich mal nicht aufgepasst. Aber das macht nichts, wir sind schon durch. Das dürfte reichen. Wunderbar, dann haben wir den nächsten Sieg geholt. Und nur zwei Leute, also insgesamt nur drei Leute verloren. Die anderen mal einfach ausgeblendet, die wir davor verloren haben. So, dann zieht euch mal schnell zurück. Und dann ist wahrscheinlich als nächstes der hier dran. Und das machen wir allerdings erst im nächsten Part. Bis dahin und tschüss.